Ein herzliches Willkommen auf dem letzten Trip meiner Transalp. Heute geht es für mich nach Grenoble, dem Zielort meiner Tour. Ich befinde mich hier in Bourg d'Orsan. Das liegt an einem Seitental der Isère, der Romanche. Und diesem Fluss folge ich dann heute nach Grenoble. Das sind ungefähr noch 50 Kilometer, also ein relativ lockeres Ausrollen. Aber bevor ich das tue, hat mich heute noch die Alpe d'Huez angelacht oder angelockt. Das ist ja dieser legendäre Tour de France Aufstieg, der Classico. Und da ich mich hier ganz in der Nähe befinde, sozusagen am Fuße dieses Aufstiegs, dachte ich mir, ich fahre heute Morgen noch mal da hoch, diese berühmten 21 Kehren, und schaue mir das mal an. Und das Gute ist, ich kann das ohne Gepäck machen, da ich mittags wieder zurück sein möchte und erst dann aufsattle und nach Grenoble fahre. Bin ich mal gespannt, wie das ist, einen Pass hochzufahren, mal ganz ohne Gepäck. Ich freue mich. Ja, ist schon ein anderes Fahrgefühl, so ohne Gepäck. Aber die Rennradfahrer überholen dann immer noch. Obwohl ich jetzt 20 Kilo weniger auf dem Fahrrad habe. Die erste der 21 Kehren ist erreicht. Ja, 11%, das ist schon mehr als die anderen Pässe, die meistens so 7-8% hatten. Und hier sind die Kurven wohl eher flach, aber die Flanken dazwischen, die haben es echt in sich. Wir sind an jeder Kehre die Tourgewinner von einem oder mehreren Jahren verewigt. Ich glaube, die Tour 2022 führte auch hier rauf, soviel ich weiß. Schöner Blick auf Le Bourg d'Orsan, was jetzt noch im Schatten liegt. Aber die Schatten am gegenüberliegenden Berghang, die kriechen wahrscheinlich jetzt von Kurve zu Kurve weiter runter. Ja, für die innere Berechnung, wie weit es noch ist, kann man sich jetzt aussuchen, ob man die Kilometer zählt oder die Höhenmeter. Oder die Kurven. Ich glaube, ich zähle mal die Kurven. An den Kehren kann man sich immer ein bisschen Anlauf nehmen. Der hält aber nicht lange. Also ich habe so den Eindruck, bis Kurve 15, das war das steilste Stück. Mit 11% oder so. Und jetzt geht's eigentlich. Das sind jetzt 7%, die es hier hochgeht. Und wo ich die letzten Pässe 7% immer auf dem ersten Ritzel vorne gefahren bin, kann ich jetzt eigentlich locker das mittlere nehmen. Ja, 20 Kilo weniger Gepäck machen schon was aus. Ja, das ist auch eine Leistung. Respekt. Ja, das weniger. Und da ich hier nicht auf Zeit fahre, erlaube ich mir in Kurve 9 mal einen kurzen Blick zurück. Ja, es gibt auch noch Bereiche auf der Straße, die noch nicht zugemalt sind, aber es werden weniger.
Ja, man lässt sich von dem virtuellen Tour-Feeling schon ein bisschen anstecken. War ja schon ein bisschen schneller hoch, als es mir eigentlich gut tun würde. So, nun habe ich hier 1,50 gebraucht ungefähr. Aber die Umgebung ist hier schon sehr nüchtern, um nicht zu sagen künstlich. Aber egal, es zählt die Ankunft. Es zählt nicht, wie schön der Ort hier oben ist. Und jetzt gibt es jedenfalls 14 Kilometer Abfahrt zurück zum Campingplatz. So, das war doch mal eine sehr coole Aktion. Ja, Viertelstunde runter oder so. Jetzt sattel ich mein Zelt auf und dann rolle ich gemütlich nach Grenoble. Eine schöne, unbefahrene Nebenstraße hat mir Komoot verraten, bevor ich nachher wieder auf die Hauptstraße komme. Ah ja, sehr schön. Radweg. Ja, so sehen hier die Radwege aus. Aber eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Holla, das war jetzt wirklich Kilometer fressen auf der D1091 oder N91. Ja, ein enges Tal, die einzige Straße. Hier weitet sich nun das Tal bei Péage de Visil. Und das erlaubt mir einfach jetzt mal abzufahren. Ja, ich habe mich entschieden, jetzt noch mal über so einen kleinen Hügel zu fahren, um dann aus südöstlicher Richtung auf Grenoble zuzufahren. Mit der Hoffnung, auch noch ein bisschen Blick auf die Stadt als Ganzes zu sehen. Aber der Hügel ist schweißtreibend, vor allen Dingen jetzt in der Gluthitze mittags. Ob das wirklich eine gute Idee war?
Ja, ich habe gelesen, dass Napoleon 1800 so rum nach Grenoble gezogen ist. Es gibt ja heute noch diese Grand Route Napoleon. Ja, das könnte hier rüber gewesen sein. Was für ein Kontrast zwischen diesen elegant geschwungenen Bergen und diesen trostlosen Betonwüsten und Betonklötzen. Also das ist echt verschandelt in meinen Augen. Nur meine Meinung. Nun habe ich meinen Campingplatz eingecheckt und fahre heute Abend nochmal ohne Gepäck ins Stadtzentrum von Grenoble. Und von Grenoble Hauptbahnhof geht es dann mit dem Zug über Genf wieder zurück in die Heimat.